Guten Tag, meine Freunde. Willkommen auf der Citadel. Diese Geschäfte gehören ja dem Rat. Bekommen Regierungsangestellte also einen Rabatt? Ja, in der Tat. Welche Position haben Sie? Ich war früher ein Spectre. Ach, herrje. Ich wusste gar nicht, dass ein Spectre kündigen kann. Jedenfalls berechtigt Sie das nicht zu einem Rabatt. Wie wär's, wenn ich noch eine Empfehlung von einem Mann drauflege, der Saren besiegt hat? Sie sind Shepard? Ach, herrje. Ich würde mehr verkaufen. Und das ist mit Sicherheit einen Rabatt wert. Was soll ich tun? Sprechen Sie einfach Ihre Empfehlung in meine Konsole. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ausgezeichnet. Ich lasse das von meiner Büro-VI sofort in unsere Werbung aufnehmen. Wunderschön, der dritte Laden, der unser Lieblingsladen ist. So, schauen wir mal. Ein Weltraumhamster, das kleine, fällige Nagetier, sieht sie an und man möchte fast meinen, es würde wissend lächeln. Her damit, für 7000 Credits. Mensch, die Inflation hier, es ist schlimm. So, her mit dem Weltraumhamster, den will ich unbedingt haben und auch die Skaldfische von Ilium unbedingt. So, die kommen bei uns tatsächlich jetzt ins Büro, nee, nicht ins Büro, wie heißt es denn, in unsere eigene Kammer. Und genauso diese Modelle hier, natürlich von der Normandy SR1 unbedingt, auch von der Destiny Ascension, warum nicht. Das heißt, wir können da ein bisschen für Deko sorgen. Ich glaube, wir müssen die Fische sogar füttern, damit sie überleben. Willst du irgendwelche Fische kaufen oder vielleicht ein Modellschiff? Wie soll mich ein Modellschiff an die Citadel erinnern? Es ist dekorativ und du magst doch Schiffe. Ich bin Ingenieur, Schatz. Ich sehe den ganzen Tag nichts anderes als Schiffe. Tja, aber vielleicht hast du ja dann deine Vorlieben beim Thema Schiffe. Ich weiß es ja nicht. Gut, wir gehen nochmal nach oben. Hier gibt es noch nicht die Ebene 28, hatte ich noch richtig im Kopf. Die Angst vor einer unkontrollierbaren Seuche in den Straßen von Omega hat sich gelegt, weil die Krankheit mittlerweile unter Kontrolle ist. Gut, wunderbar. Und hier ist der nächste Laden. Hier können wir doch bestimmt auch nochmal Rabatt absahnen, oder? Was kann ich für Sie tun? Natürlich. Wunderschön. Ihre Expeditionen sind für mich vermutlich zu harmlos. Harmlos? Ein Mensch wird doch kaum mit einem wilden Baron fertig. Von einem Shatter ganz zu schweigen. Für wen halten Sie sich? Nun, mein Name ist Shepard und... Der Shepard, der Saren Aterius zur Strecke gebracht hat? Oh, Sie kennen mich. Bei den Geistern. Shepard in meinem Laden. Ich kann Sie wohl nicht dazu überreden, eine Werbebotschaft für mein Geschäft aufzunehmen? Doch, natürlich. Gibt's dafür einen Rabatt? Einen Rabatt? Ich benenne auf Wunsch sogar meinen Erstgeborenen nach Ihnen. Können wir es gleich aufnehmen? Einfach in meine Konsole reinsprechen. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Diese Werbung hat kein anderes Waffengeschäft. Kein anderes Waffengeschäft? Das stimmt, aber du bist definitiv nicht der einzige Laden, der diesen Spruch hat. So, okay, das ist bestimmt einiges, davon ist bestimmt viel zu teuer. Aegis-Weste, nehmt mal einen Munitionspack, ja gut. Schwere Pistole Schaden, das könnte interessant sein, ich glaube, das nehme ich mal. Auch wenn wir damit lässt sich was anfangen. Ja, auch wenn wir damit fast sämtliche Credits jetzt ausgegeben haben, aber das lohnt sich. Eine Schrotflinte vielleicht? Mir gefällt das Sturmgewehr. Ein Dauerfeuer des Todes. Wenn man zielen kann. So, ja, nee, das lohnt sich vielleicht, weil ich die schwere Pistole ja dann doch relativ häufig verwende. Haben Sie schon Galaxy of Fantasy ausprobiert? Ich liebe dieses Spiel. Die Story basiert auf der turianischen Mythologie, aber es macht wirklich Spaß. Soll angeblich mittlerweile 11 Milliarden Spieler haben. Haben Sie Spiele, die Sie tauschen möchten? Beim Kauf eines neuen werden dann 2 Credits angerechnet. Wow, doch so viel. So, können wir noch irgendwas? Wissen Sie, was gut ist? Allianz Corsa. Die Schlachten sind ziemlich realistisch. Aber es macht trotzdem Spaß. Und es lässt sich auf einem Universalwerkzeug installieren. Smartphone-Spiele der neuesten Generation. Ein Traum. Gut, schauen wir uns mal um. Mit Jacob reden. Wo ist denn das? Ach, da vorne. Okay. Wollte gerade schon sagen. Mein letzter Besuch auf der Citadel ist Jahre her. Hier ändert sich auch nichts, egal wie lange man weg war. Für manche ist das wahrscheinlich beruhigend. Einfach zu verleugnen, dass das hier irgendwann mal enden kann. Tja, so ist das. Nicht jeder ist für den Kampf geschaffen und für die Konfrontation. Moment, Kalissa? Kalissa Al-Jilani. Die Leute wollen ihre Geschichte hören, Shepard. Ein Traum, diese Frau. Kalissa bin Sinan Al-Jilani, Westerlund News. Ich habe sie vor 2 Jahren interviewt, als sie ein Spectre wurden. Sie haben sich vor der Kamera gut präsentiert. Haben Sie eine Minute Zeit? Damit Sie mich wieder in den Dreck ziehen können?
Aber Shepard, Ihnen mögen meine Methoden nicht gefallen, aber wir stehen auf derselben Seite. Sie sind zurück. Sie sind eine Nachricht. Ich will nur Ihre Geschichte hören. Es heißt, Sie wären während der Schlacht um die Citadel im Herzen des Präsidiums gewesen. Man kann sagen, der Ablauf des Kampfes hing von Ihren Worten ab. Demnach haben Sie Admiral Hackett gesagt, er soll die Destiny Ascension unterstützen, was hunderte von Menschenleben gekostet und die weitere Herrschaft des Citadel-Rats gesichert hat. Die Turianer haben 20 Kreuzer verloren, jeder mit 300 Mann Crew an Bord. Auf der Ascension, das von uns gerettete Asari-Schlachtschiff, waren fast 10.000. Aber die Verluste der Menschen... Die Allianz hat 8 Kreuzer verloren. Shenyang, Emden, Jakarta, Kairo, Seoul, Cape Town, Warschau, Madrid. Ja, ich erinnere mich an alle. Jeder in der 5. Flotte ist ein Held. Die Allianz schuldet ihnen allen Orden. Und der Rat schuldet ihnen noch viel mehr. Und sie auch. Bam, Commander Shepard, erster menschlicher Spectre. Held der Schlacht um die Citadel. Video prüfen. Haben wir's? Na toll, in meiner eigenen Show bloßgestellt. Oh, du hast es drauf angelegt, Mädel. Gut, ansonsten ist hier oben jetzt erstmal nix. Die Kalissa haben wir mal wieder vorgeführt. Das klappt immer ganz gut, finde ich. Captain Hannah Shepard hat angeblich den Admiralstern abgelehnt und bleibt Commander der Orizaba. Sie erklärt, ihre Beförderung zum Admiral sei ein politischer Schachzug und sie könne das Vermächtnis ihres Kindes am besten dadurch ehren, dass sie ein Schiff befehlige. Ach schön. Ich fände es schön, wenn man die nochmal irgendwie treffen würde. Da ich sonst normalerweise nicht diese Herkunft nehme, kenne ich das auch gar nicht, dass das hier so mit aufgeführt wird und dass da Nachrichten rüberkommen über die eigene Mutter. So, Normandy könnten wir zurückgehen, neues Gruppenmitglied anfordern. Nee, will ich jetzt gar nicht. Können wir natürlich nochmal machen. Dann nehmen wir mal wieder Mordi mit und von mir aus mal Kazumi. So, einfach damit wir mal auch jemand anderen mit dabei haben. So, Kazumi, ja, von mir aus, kannst du so ausrüsten. So, und dann haben wir die Sakira-Ebenen, die verschiedenen haben wir schon besucht. Auf Sakira-Ebene 28 sind wir gerade. Industriegebiet kommt später noch. Das wird noch in einem Quest dann von Interesse sein. Das heißt, jetzt geht's zum Präsidium. Und dann ist die Normandy, die Citadel auch schon wieder abgearbeitet. Und hier sieht's noch ähnlich aus wie früher. Dieses Treffen wäre produktiver, wenn Udina sich anschließen würde. Ratsherr Udina ist nicht verfügbar. Aber als seine rechte Hand verfüge ich über seine volle Autorität und Zustimmung. Shepard wird in Kürze... Oh, Commander. Wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Es ist lange her, Anderson. Ich hoffe, die vergangenen Jahre waren gut zu Ihnen. Es gab ein paar Stolpersteine. Es ist gut, dass Sie wieder da sind. Wir haben viele Gerüchte über Ihre unerwartete Rückkehr gehört. Einige davon sind beunruhigend. Wir haben dieses Treffen einberufen, damit Sie Ihre Vorgehensweise erklären können, Shepard. Das sind wir Ihnen schuldig. Schließlich haben Sie bei der Schlacht gegen Saren und seine Geth unser Leben gerettet. Die Kollektoren entführen Kolonisten der Menschen in den Terminus-System. Und schlimmer noch, wir glauben, dass sie für die Reaper arbeiten. Die Terminus-Systeme liegen außerhalb unserer Zuständigkeit. Und das wussten ihre Kolonisten, als sie den Ratssektor verließen. Sie übersehen dabei ein wichtiges Detail, Ratsherr. Die Reaper sind darin verwickelt. Ja, natürlich, die Reaper. Jene unsterbliche Spezies intelligenter Raumschiffe, die angeblich in den Tiefen des Raums lauert. Wir haben diesen Ansatz zurückgewiesen. Shepard, außer Ihnen hat niemand das Hologramm auf Ilos gesehen, das Ihnen die Wahrheit über die Reaper verraten hat. Nur Sie und Ihre Crew haben jemals mit der Sovereign gesprochen. Ich glaube Ihnen, aber ohne Beweise aus anderen Quellen werden die anderen weiterhin denken, dass Saren hinter den Angriffen der Geth gesteckt hat. Ach ja, sie haben nichts dazugelernt. Und obwohl die Sovereign die Leute angegriffen hat und man gemerkt hat, dass die Sovereign kein normales Schiff ist, wollen sie es einfach nicht begreifen, dass es noch mehr davon geben könnte. Saren war ein organisches Wesen. Die Geth hätten ihn niemals als Anführer akzeptiert. Sie sind ihm nur gefolgt, weil er für die Sovereign gearbeitet hat. Saren war ein faszinierendes und charismatisches Individuum. Er hat die Geth davon überzeugt, dass die Reaper real sind. Genau wie er sie davon überzeugt hat. Es gehörte zu seinem Plan, die Citadel anzugreifen. Die Reaper sind lediglich ein Mythos, den sie beharrlich ins Feld führen. Wir glauben, dass Sie das glauben, aber deshalb muss es noch lange nicht wahr sein. Gehen Sie zurück nach Ilos und reden Sie mit Vigil. Oder sehen Sie sich die Überreste der Sovereign an. Die Technologie ist der unseren ganz offensichtlich überlegen.
Das Hologramm auf Ilos funktioniert nicht mehr und wir haben keine Indizien dafür gefunden, dass die Sovereign kein Werk der Geth war. Die Geth sind zu beeindruckenden technischen Errungenschaften fähig. Vermutlich hat Saren sie genau deshalb rekrutiert. Diese Reaper-Theorie belegt nur, wie angeschlagen ihr Geisteszustand ist. Sie wurden manipuliert. Von Cerberus und davor von Saren. Warum habe ich die gleich nochmal gerettet? Ich weiß es nicht mehr. Also diese Turianer, der war ja schon eigentlich immer gegen Shepard gewesen, am schlimmsten von allen, aber dass sie so feindselig Shepard gegenüber sind, ist echt krass, wenn man überlegt, dass seine Entscheidung, die Menschen damit ins Feld zu führen, den Rat gerettet hat letztendlich, ist schon übel eigentlich. Ich habe Saren davon abgehalten, die Citadel zu erobern. Ich habe Menschenleben geopfert, um diesen Rat zu retten. Wir befinden uns in einer schwierigen Lage, Shepard. Sie arbeiten für Cerberus, einen erklärten Feind des Rats. Das ist Verrat, ein Kapitalverbrechen. Das geht zu weit. Shepard ist ein Held. Wenn Ratsherr Udina hier wäre, würde er diese Schönfärberei nicht länger dulden. Vielleicht gibt es einen Kompromiss. Keine öffentliche Anerkennung angesichts Ihrer Kontakte, aber etwas Unterstützung am Rande. Shepard, wenn Sie sich bedeckt halten und Ihr Operationsgebiet auf die Terminus-Systeme beschränken, bietet Ihnen der Rat die Wiedereinstellung als Spectre an. Das klingt doch immerhin nach etwas. Was soll das heißen? Muss ich dann anfangen, Berichte einzureichen? Das wird nicht nötig sein. Wir wollen damit nur unseren guten Willen unter Beweis stellen. Wir können uns nicht an einer Untersuchung der verschwundenen Kolonien in den Terminus-Systemen beteiligen. Aber als Zeichen unserer persönlichen Wertschätzung würden wir Sie wieder als Spectre einstellen. Ich nehme Ihr Angebot an. Es ist gut, den Rat auf meiner Seite zu wissen. Viel Glück bei Ihren Nachforschungen, Shepard. Wir hoffen auf eine rasche Lösung und auf ein baldiges Ende Ihrer Verbindung mit Cerberus. Na, das lief doch besser als erwartet. Ihnen ist natürlich klar, dass das Angebot des Rats rein symbolisch ist. Unternommen wird gar nichts. Ja, natürlich ist das so, aber das kann sich ja wieder ändern. Immerhin ist das schon mal ein Zeichen des guten Willens und mehr kann man von diesem Rat offenbar auch nicht erwarten. Auch wenn sie nicht helfen, empfiehlt es sich doch, sich weiterhin gut mit ihnen zu stellen. Wohl wahr. Machen Sie sich keine Sorge um den Rat oder die Allianz. Ich finde schon einen Weg, Ihnen den Rücken freizuhalten. Das dürfte kein Problem sein, solange Sie in den Terminus-Systemen bleiben. Anderson, wir müssen reden. Shepard, was machen Sie denn hier? Was ist denn das für ein Geflacker gerade? Ich habe das gerade schon an Shepards Raketenwerfer hinten auf dem Rücken gesehen, jetzt auch bei Udina in den Augen. Irgendwie ist ja ein kleiner Fehler in der Grafik drin, kann das sein? Kurze Stippvisite, um zu sehen, wie es Anderson geht. Sie müssen mich nicht decken. Ich habe Shepard eingeladen, mit dem Rat zu sprechen. Wir haben unser Treffen soeben beendet. Sie sind hinter meinem Rücken vor den Rat getreten? Haben Sie schon mal den Begriff politischer Selbstmord gehört? Der Rat hat meinen Status als Spectre wieder aktiviert. Sie sind zufrieden, wenn ich in den Terminus-Systemen bleibe. Ja, dieses Arrangement könnte in der Tat beiden Seiten zum Vorteil gereichen. Dennoch hatten Sie ohne mein Wissen kein Recht dazu. Vielleicht sollte mir die Allianz einen neuen Berater besorgen. Anderson hat aus einer aussichtslosen Situation einen Sieg für beide Seiten gemacht. Sie können sagen, Sie hätten es von Anfang an gewusst. Oder Sie erklären der Allianz, dass Sie mich ersetzen wollen, weil ich Ihre Arbeit gemacht habe. Sie lassen mir kaum eine Wahl, aber ich kenne dieses Spiel. Ich sage den anderen Ratsmitgliedern, dass ich die Sache unterstütze. Bis dann, Ratsherr. Vielleicht treffen wir uns ja eines Tages wieder. Ich bleibe lieber auf Abstand. Natürlich nur in der Öffentlichkeit. Was für ein Arsch. Udina war früher schon übel, aber seit er einen Sitz im Rat hat, ist er 10-mal so schlimm. Aber besser er als ich. Und bei der Vertretung der Allianzinteressen auf der Citadel hat er gute Arbeit geleistet. Das war übrigens auch der Grund, warum ich nicht Anderson zum Ratsherr gemacht habe. Anderson ist kein geborener Politiker und er hätte es gar nicht gewollt. Er sagt ja, besser er als ich, denn Anderson ist einfach, wäre einfach nicht glücklich gewesen als Ratsherr. Und ich glaube, wenn wir Anderson genommen hätten, hätte der irgendwann sowieso hingeschmissen und hätte Udina das Feld überlassen, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher mehr. Sie haben nicht vergessen, wie Sie hierher gekommen sind. Die anderen vergraben sich in ihren Formalitäten.
Einiges davon ist durchaus notwendig. Wie gewaltig dieser Ort ist, wird einem nicht mal klar, wenn man mittendrin steht. Aber werfen Sie mal einen Blick auf die Dateien über die Beziehungen zwischen den Spezies. Da gehen Ihnen die Augen über. Wir können keine Bedrohung von außen brauchen, Shepard. Das Gleichgewicht hier ist empfindlich genug. Wie lange hat es nach der Schlacht gedauert, hier alles wieder zum Laufen zu bringen? Wir sind noch mittendrin. Die Handelszentren und die am dichtesten bevölkerten Bezirke sind fertig. Aber mit der völligen Wiederherstellung ist erst in rund 5 Jahren zu rechnen. Aber die Keeper überraschen uns immer wieder. Als ob unsere Reparaturen sie stören würden. Wir stellen irgendein hässliches neues Teil auf und ein paar Tage später haben sie es wunderbar verschönert und integriert. Für schwere Bauvorhaben sind sie eigentlich gar nicht gedacht. Und ich habe keine Ahnung, woher sie die Ressourcen nehmen. Aber ohne sie würden wir niemals fertig werden. Es überrascht mich, dass niemand erkennt, dass die Sovereign keine Technologie der Geth ist. Wurde denn das Wrack nicht untersucht? Da gibt's nicht viel zu sehen. Überall auf der Station hat es Teile davon geregnet. Es herrschte Chaos und unzählige Spezies haben in den Bezirken ihre Toten gesucht. Wir haben so viel geborgen, wie wir konnten. Aber wegen der Keeper und nicht autorisierter Bergungen liegt heute weniger als die Hälfte von dem Ding vor. Außerdem wollen sie nicht zugeben, was die Sovereign war. Mein letzter Stand ist, dass wir immer noch Widerstandsnester bekämpfen. Hier und dort. Aber die sind zunehmend schlechter organisiert. Krieg kann man das schon lange nicht mehr nennen. Es ist eher eine Aufräumaktion. Ich würde sie noch nicht völlig vernachlässigen, aber relevante Verluste haben wir schon seit Monaten nicht mehr. Wenn ein ziviles Schiff ein Nest entdeckt, schicken wir eine Einheit und heben es aus. Sie sind für uns keine Schreckgestalten mehr, so wie früher. Was ist nach der Zerstörung der Normandy aus Gunnery Chief Williams geworden? Operations Chief Williams ist noch immer bei der Allianz, aber sie hat eine Sondermission. Streng geheim. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht, solange sie mit Cerberus zusammenarbeiten. Tut mir leid. Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Die Arbeit für Udina ist nicht das, was ich mir für meinen Lebensabend vorgestellt hatte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde ständig mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Die Wahrheit über die Sovereign zu kennen, ist eine große Belastung. Ein Albtraum. Ich kann schon verstehen, warum andere es nicht glauben wollen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist. Also versuche ich es weiter. Immer einen guten Kampf liefern, richtig? Vergessen Sie Udina und den Rat. Schließen Sie sich meiner Crew im Kampf gegen die Kollektoren an. Ich bin zu alt, um durch die Galaxie zu rasen. Und trotz aller Klagen habe ich hier eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Die Front, die gehört Ihnen. Schade eigentlich, ich hätte Anderson immer eigentlich gern mal mitgenommen. Ich gehe jetzt besser. Natürlich, Shepard, ich verstehe. Ich würde gern mehr für Sie tun, aber wenn Sie was zu besprechen haben, finden Sie mich immer hier. Aber tun Sie mir einen Gefallen und seien Sie vorsichtig. Man kann Cerberus nicht trauen. Ja, leider werden wir auf der Citadel nicht allzu viel machen können. Also das Präsidiumsviertel beschränkt sich auch wirklich auf das, was wir von hier aus sehen können. Mehr wird es da nicht geben. Und ja, leider ist das in diesem Teil alles mit der Citadel, aber naja, der Fokus liegt eben nicht auf dem Citadel-Bezirk. Ist übrigens auch schön, dass sie hier in Hörweite stand, die Asari-Tante da drüben. Das ist eben nicht der Fokus, der liegt eben nicht auf dem Citadel-Bereich, sondern mehr auf den Terminus-Systemen und die sind nun mal nicht in der Hand der Citadel. So, damit haben wir jetzt hier soweit eigentlich alles abgegrast auf der Citadel. Können wieder ablegen und uns zurück in den Weltraum stürzen. Und da wir nun doch schon einige Crewmitglieder eingesackt haben, was haben wir da? Wir haben Said, wir haben Mordin und wir haben Kazumi. Das heißt, wir haben derzeit 5 Crewmitglieder insgesamt. Würde ich sagen, für diese Aufnahmesession reicht das erstmal. Wir sehen uns dann in einer neuen Aufnahme wieder und ja, dann wollen wir uns zuerst mal Archangel widmen, womit wir dann Omega abschließen würden. Und danach weiß ich noch gar nicht, machen wir vielleicht mal den Kroganer oder sowas. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Später. Ich will mal ganz kurz hier ins Tech-Labor, denn da können wir nochmal eben was erforschen. Bei den Waffen-Upgrades weiß ich nicht. Nein, da nicht. Panzerung? Nein, da nicht. Schiffsverbesserung gibt es jetzt die erste. Aber das können wir noch nicht machen. Ach ja, das Krankenstations-Upgrade, das wollen wir ja eigentlich gar nicht oder brauchen wir nicht. Ist auch schweineteuer. 50.000 Platin ist schon schweineviel. So, aber hier müsste doch eigentlich... Scheinbar doch nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte durch den... Medigel-Erweiterung jetzt das freigeschaltet, aber scheinbar doch nicht.
Na gut, wenn ihr meint, dann nicht. Wir können mal kurz schauen, ob es was Neues gibt. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Besser später. Habe vermutlich eine Lösung für Jokers Zustand. Eine einfache Behandlung würde... Nein. Zu Leberversagen führen. Nicht so schlimm. Auf ein neues. Noch etwas? Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Die Frage ist, wie meint er das mit dem nicht so schlimm? Nicht so schlimm für Joker, wenn er Leberversagen kriegt, oder nicht so schlimm für die Forschung? Also Mordin arbeitet an vielen Fronten. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ich denke, ich habe eine neue. Arbeitet an vielen Fronten und hat nie seine Ruhe eigentlich, aber es ist halt auch ein Salarianer, der muss forschen. Das ist ein salarianischer Wissenschaftler durch und durch. Mit den Salarianern ist ja auch so, also ich glaube, Mordin ist so um die 40 Jahre und ist damit quasi schon am oberen Ende der Lebensspanne der Salarianer. Die werden nicht viel älter, der ist also schon ein richtig alter Mann. Und ist aber schon immer, sein ganzes Leben über hat er für die Forschung gelebt und das vollführt er auch hier auf der Normandy weiter. Und er ist ziemlich cool, muss ich sagen. Gut, nochmals danke. Von Samesh Bhatia. Commander Shepard, Mr. Uidina war so nett, diese Nachricht für mich zu übermitteln. Ich möchte Ihnen nochmals für Ihre Hilfe bei der Wiederbeschaffung der Leiche meiner Frau danken. Der Schmerz über den Verlust von Nirali bleibt zwar, aber dass sie ordentlich bestattet wurde, hat mich mehr getröstet, als Sie sich vorstellen können. Ich habe auf der Erde ein Restaurant eröffnet, wie meine Frau es immer wollte. An der Wand hängt ein Bild von Nirali und für Allianzsoldaten ist das Essen umsonst. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um den Mut zu ehren, mit dem Sie und meine Frau der Menschheit gedient haben. Hochachtungsvoll, Samesh Bhatia. Dem haben wir ja im ersten Teil geholfen, um seine Frau wieder aus... Ja, also sie wäre gar nicht freigegeben worden, die Leiche von ihr, weil sie durch Geth-Waffen getötet wurde und deswegen für Forschungszwecke einbehalten wurde, weil man die Geth-Waffen untersuchen wollte. Aber wir haben es ermöglicht. Es ist wieder ruhig. Von Klinik auf Omega. Commander, ich wollte Ihnen noch einmal dafür danken, dass Sie mich vor diesen Batarianern gerettet haben. Ich dachte, ich hätte in Dr. Solos Klinik bereits alle Abgründe von Wut und Angst gesehen. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr seine Arbeit alles in geregelten Bahnen hielt und wie schlimm es wirklich war. Ohne Sie wäre ich jetzt tot. Danke. In der Klinik läuft es gut. Die Seuche ist dank Ihnen zum größten Teil besiegt und ich konnte den Rest ohne größere Probleme eindämmen. Die Blue Suns bieten mir ständig an, hier für Sicherheit zu sorgen, aber ich halte lieber die Max aktiv. Ich werde denselben Fehler nicht zweimal begehen. Danke, Daniel. Und Heilung ihrer Gesichtsnarben, das haben wir schon gelesen, stimmt, das habe ich bloß noch nicht weggemacht. Gut, wir haben also noch ein paar Nachrichten gekriegt, hauptsächlich Dankesbotschaften. Und damit beenden wir diese Aufnahmesession. Beim nächsten Mal, wie gesagt, zuerst Archangel, danach werden wir mal schauen. Entweder Jack oder den Korgana dann als nächstes Ziel. Ich weiß es noch nicht, werden wir dann sehen. Wir müssen sowieso alles nacheinander abarbeiten. Wir schauen mal. Gut, und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahmesession. Viel Spaß noch, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns. Bis bald.